Hallo liebe Cineasten, willkommen zurück. Diesmal möchte ich über den neuen Film Die Wand von Julian Pölzler sprechen. Ganz neu in Österreich, erst seit ein, zwei Wochen und schon seit Oktober in den deutschen Kinos. Es handelt sich um eine deutsch-österreichische Produktion mit 108 Minuten Länge. Und ja, gleich geht's los. Die Wand als Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Marlene Haushofer aus dem Jahre 1963. Dadurch ergibt sich natürlich erstmal das sehr schwierige Feld der Literaturverfilmung. Trotzdem glaube ich, dass dieser Film es wert ist, besprochen zu werden. Zum Inhalt. Es geht um die Frau. Tja, die Protagonistin erhält nämlich sowohl im Roman als auch im Film keinen Namen. Jetzt stellt sich die Frage, ja, wie soll ich sie benennen? Beziehungsweise, wie ist sie zu identifizieren? Im Roman könnte es natürlich die Autorin sein, also Marlene Haushofer. Und im Film wird sie vertreten von Martina Gedeck. Ich werde im Folgenden also immer Martina sagen. Das ist vielleicht einfacher. Martina Gedeck ist bekannt aus vielen deutschen Fernsehproduktionen. Ansonsten ist sie mir noch nicht groß aufgefallen. Zumindest in so einer Hauptrolle habe ich sie noch nicht gesehen. Sie fällt sehr stark oder ist mir sehr stark dadurch aufgefallen, dass sie auf diese leidende Frau in den besten Jahren sehr gut zugeschnitten ist. Es geht um eben Martina, die zusammen mit ihrer Cousine Luise, das weiß ich aus dem Roman, das wird im Film nicht erwähnt, und ihrem Mann zusammen auf eine Jagdhütte fährt. Man ist dabei, wie sie mit dem schicken Cabrio dorthin düsen. Alles befindet sich im idyllischen Salzkammergut in Oberösterreich. Es wird während des Films auch nicht gespart mit wirklich wunderschönen Landschaftsaufnahmen. Angekommen dort beschließen Luise, also die Cousine und ihr Mann, noch einmal zurück ins Dorf zu fahren aus irgendwelchen Gründen. Marlene bleibt dann zurück im Haus alleine mit dem Hund Lux und wundert sich abends sehr, als die beiden immer noch nicht zurück sind. Am nächsten Tag wundert sie sich noch mehr, denn sie sind immer noch nicht da. Sie beschließt, mit dem Hund zusammen auch ins Dorf zu gehen und sie zu suchen. Ja, und dann setzt das eigentliche Geschehen auch schon ein. Denn auf dem Weg ins Dorf, der Hund läuft voran, der Hund kommt zurück, jault und winselt und Martina wundert sich. Und auf einmal stellt sie fest, eine unsichtbare Wand tut sich vor ihr auf. Sie kann sie erfühlen und es ist auch immer so ein leichtes Brummgeräusch zu hören, wenn sie auf sie drauf fasst. Aber sie weiß nicht, wo sie anfängt, wo sie aufhört oder was es damit überhaupt auf sich hat. Sie wundert sich sehr darüber. Interessant aber in dem Zusammenhang ist, dass sie sich noch mehr darüber wundert, dass auf der anderen Seite keine Menschen sind, dass das überhaupt noch niemand bemerkt hat. Sie bleibt noch einige Minuten stehen und spielt die Pantomime-Frau, geht dann aber zurück und versucht an einer anderen Stelle, anscheinend ist hier ein weiterer Weg, der zu einer anderen Jagdhütte führt, dort zu schauen, ob man hier irgendwie außen rumlaufen kann. Aber auch hier ist die Wand zu finden. Die Wand scheint überhaupt wie eine Art Glaskuppel zu funktionieren und ein Gebiet rund um ihre Jagdhütte einzufassen. Als sie zur anderen Jagdhütte dann geht und dort eben auch die Wand findet, sieht sie auf der anderen Seite, dass bei dieser Jagdhütte zwei Menschen zu stehen scheinen. Diese hören sie jedoch nicht und sie selbst bewegen sie auch nicht. Also eine Frau sitzt beispielsweise auf der Bank vor der Hütte und bewegt sich nicht, stundenlang. Genauso wie der Mann, der seine Hände unter einen Wasserstrahl hält bei einem kleinen Brunnen und das auch stundenlang. Martina nimmt an, dass sie tot sind oder dass die Welt außerhalb tot ist oder irgendwie nicht mehr zu leben scheint. Was das genau ist, wie das zu erklären ist, woher die Wand kommt, wann sie wieder gehen wird, all das erfahren wir übrigens nicht. Es lässt sich vielleicht zur Protagonistin noch sagen, dass es eigentlich nicht viel zu sagen gibt. Über ihren Hintergrund erfahren wir so gut wie gar nichts. Es scheint auch nicht wichtig zu sein, denn die Situation, in der sie sich befindet, ist das einzig Wahre, das einzig Einnehmende und das ist es auch, womit sich der Zuschauer identifizieren soll. Nicht mit der Person, sondern mit der Situation. Martina findet sich dann nach langem Hin und Her und nach vielen zweifelnden Fragen und auch nach viel Verzweiflung damit ab, dass sie sich jetzt mit dieser neuen Situation irgendwie arrangieren muss. Zum Glück hat sie ja den Hund Lux noch an ihrer Seite, der gibt ihr sehr viel Kraft. Sie sieht, dass viele Vorräte im Jagdhaus angelegt wurden und dass es auch einige Gerätschaften gibt, mit denen man sich sehr gut versorgen kann. Sie beginnt zum Beispiel dann ein kleines Kartoffelfeld anzulegen. Während dieser Arbeit findet sie dann auch
auf einer Wiese eine Kuh. Martina scheint total begeistert von diesem Tier zu sein, etwas schreckhaft, so als ob sie noch nie eine Kuh gesehen hätte. Aber auch dieses Tier wird zu einem engen Vertrauten. Das heißt, wir haben Martina, den Hund, Lux und später, während einer stürmischen Gewitternacht, wird auch noch eine Katze dazukommen. Es wirkt schon fast wie eine kleine Parodie auf die Bremer Stadtmusikanten, aber von der Anzahl her passt es dann schließlich nicht mehr, als die Kuh Bella, wurde sie übrigens genannt, einen kleinen Stier zur Welt bringt und die kleine Katze eine weitere kleine Katze, die schneeweiß ist und offensichtlich so einen kleinen Genfehler hat, also von einer Angora-Katze irgendwo aus der Verwandtschaftslinie abstammt. Diese wird dann von Martina Perle genannt. In dieser kleinen Familie aus Martina und ihren Tieren scheint es auch relativ einfach zu sein, sich den neuen Aufgaben in der Natur zu stellen, und sie fasst auch immer wieder durch die Verantwortung zu ihren Tieren Mut und weiß, dass sie nur deswegen eigentlich am Leben ist. Für den Rest des Films wird sich auch eines als ganz wichtig herausstellen: Überleben. Denn die Vorräte werden irgendwann zur Neige gehen und Martina muss dafür sorgen, dass das Gras gemäht wird, dass es getrocknet wird, dass beispielsweise die Kartoffeln angebaut werden, dass die Tiere versorgt werden und ja, sie muss sich auch damit beschäftigen, wie man Tiere jagt. Natürlich ist es ein Jagdhaus und Gewehre und Patronen sind vorhanden, nur hat die gute Frau überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Das heißt, das Händeln mit den Gewehren und die Überwindung, ein Tier zu erschießen, das sind beide Momente, die sehr viel Raum einnehmen. Und das Tier dann auszunehmen und immer wieder sich auch damit zu beschäftigen, was bedeutet Tod, verursacht durch die Hand des Menschen. Das fand ich sehr interessant, dass das so thematisiert wurde. Sie beschreibt auch bis zum Ende, dass es ihr immer ein Grauen war, Tiere zu töten, und sie nie nachvollziehen könnte, wie jemand daran Freude haben kann. Dieses Händeln mit der Natur, mit dem eigenen Überleben und das der Tiere wird zur Hauptaufgabe des Films. Bis dahin ist es auch sehr schön mitzuerleben und sehr schön zu beobachten und immer wieder zu reflektieren, ja, wie würde mir es in dieser Situation gehen? Aber der Roman und der Film laufen gemeinsam auf einen Höhepunkt hinaus. Ich möchte ihn nicht verraten, weil ich glaube, das könnte sehr viel Spannung wegnehmen. Das ist für Martina auch einer der Wendepunkte. Nach diesem schrecklichen Ereignis setzt auch sozusagen die Jetzt-Erzählzeit ein. Also, sie beginnt, ihre Geschichte mit der Wand und mit dem Überleben aufzuschreiben. Sie hat Stift und Papier in der Hütte dort und als das letzte Stück Papier vollgeschrieben ist, von vorne und von hinten, also es ist ein ziemlich dicker Wälzer, der da eigentlich dabei rauskommen müsste, beginnt sich die Geschichte dann zu erzählen und wir erleben sie mit. Es passiert also alles in der Rückblende mit zwischenzeitlichen Einschüben der innerdiegetischen Jetztzeit. Das klingt kompliziert, aber wenn man den Film sieht, versteht man sofort. Für Martina ist es nach diesem schrecklichen Ereignis auch nicht einfach, sich mit ihrer eigenen Existenz auseinanderzusetzen. Die suizidalen Gedanken werden stärker, die eigene Einsamkeit wirkt fast schon erdrückend und man kann sich eigentlich kaum noch vorstellen, wie sie unter diesen Bedingungen überleben wird. Aber sie stellt sich selbst die Aufgabe, als Mensch das tun zu müssen. Sie ist kein Tier, ein Tier zu werden, damit beschäftigt sie sich übrigens auch, empfindet sie nicht als schlimm, aber der Vorgang ist irgendwie unmöglich. Man weiß also nicht, wird die Wand verschwinden? Wird sie sich umbringen? Ist das ein Prozess? Ist es vielleicht nur eine Traumwelt, in der wir uns befinden? Dahingehend lässt der Film sehr vieles offen, was ich nicht als schlimm empfunden habe. Bevor ich aber jetzt gleich zu meinem Schlussfazit komme, möchte ich noch eine Sache erwähnen, die sich eigentlich bei solchen Literaturverfilmungen aufdrängt. Sehr viele, die dann ins Kino gehen und sich diesen Film ansehen, werden den Roman gelesen haben und eben auch dadurch in den Film gehen wollen. Selten werden nämlich total unbekannte Romane verfilmt. Dieser, Die Wand, war ein sehr erfolgreiches. Dann sitzt man im Kino und denkt sich, jetzt habe ich den Roman gelesen und wird der Film genauso gut sein? Wird er mich genauso fesseln? Und wehe, es stimmt vielleicht was überein. Ja, sei es Namen, Ort, Zeit, irgendwelche Details, man merkt sich sowas sehr genau und man achtet darauf. Ich finde das sehr schade, denn der Film ist etwas vollkommen Eigenständiges. Ein eigenes Werk, völlig andere Mittel, eine andere Ästhetik als Literatur und Schrift, aber trotzdem eben aufgrund derselben Handlungszusammenhänge werden sie verglichen. Wenn man das ignorieren kann, wenn man vielleicht den Roman nicht gelesen hat, dann sehe ich eine Hoffnung für diesen Film. Jedoch orientiert er sich schon sehr stark am Roman. Also wenig Eigenständigkeit traut sich dieser Film. Da fehlt auf jeden Fall das Selbstbewusstsein, das merkt man.
Aber einen Moment gibt es und das hat mich sehr umgehauen. Es kommt gleich am Anfang vor, später dann noch einmal. Als ihr eben diese Straße entlang geht und das erste Mal auf die Wand trifft, sehen wir sie nicht von der Seite zunächst oder von hinten, sondern direkt von vorne. Und was ergibt sich dadurch? Sie knallt gegen eine durchsichtige Scheibe. Also wenn ich jetzt hier ungefähr, da ist ja irgendwas. Seltsam, ich komme nicht durch. So ungefähr. Lässt sich jetzt schlecht darstellen. Aber wohin richtet sie ihren Blick? Direkt auf die Zuschauer. Es wirkt also fast so, als ob sie sich im Film wundern würde, ja warum kann sie nicht in den Kinozuschauer rein, Zuschauerraum rein? Ja, weil die Leinwand dazwischen ist. Und so, als ob sie klopfend und schreiend hinaus wollte, raus in die Realität, genauso stellt es sich für einen kurzen Moment dar und man vergisst, dass es sich ja eigentlich um die Wand dort irgendwo in der Romangeschichte handelt. Viele Stimmen haben vor dem Film verlauten lassen, oh mein Gott, ein innerer Monolog wird verfilmt. Na, ob das gut gehen kann? Ja, natürlich handelt es sich um einen inneren Monolog. Eine einsame Frau irgendwo im Nirgendwo schreibt ihre Geschichte auf. Klar muss das ein Monolog sein. Jedoch sehe ich da keine grundsätzliche Problematik für den Film. Warum sollte ein innerer Monolog nicht verfilmt werden können? Jeder, der schon mal ein Selbstgespräch geführt hat oder beispielsweise von Schnitzler Leutnant Ruski gelesen hat, weiß, ein Monolog ist nicht eine einlinige Darstellung eines Themas. Es handelt sich immer auch um eine Gegenstimme, die mit eingebaut wird. Auch Zweifel genannt, Ängste genannt. Also sowas findet sich auch bei Martina, die immer wieder sich aufraffen muss und sagt, ich muss meine Arbeit vollführen, ich muss mich um meine Tiere kümmern. Und die andere Stimme sagt eigentlich, ach, lass es doch, gib doch einfach auf. Gegen das zu agieren, macht eben diese Dialogform aus, die wir dann auch als solche wahrnehmen. Irgendwann denken wir nicht mehr daran, die spricht eigentlich die ganze Zeit mit sich selbst. Insofern sehe ich kein Problem. Das ist auch nicht undarstellbar. Der Film an sich großartig. Ich finde Martina Gedeck als Besetzung wunderbar. Sie spielt diese Verzweiflung, diese Aussichtslosigkeit genauso, wie wir uns das alle wahrscheinlich vorstellen könnten, wie es uns selbst passiert. Diese Hilflosigkeit, die wahrscheinlich auch im Roman vorhanden ist, findet sich dann auch im Film, aber das ist etwas, ja, da befinden wir uns wahrscheinlich auf derselben Ebene wie auch die Protagonistin. Sie selbst weiß ja auch nicht, was passiert ist, was geschehen ist. Also wäre es auch ein bisschen seltsam, wenn der Film uns allein das erklären würde. Insofern ein etwas unbefriedigendes Ende, jedoch ein großartiger Film und sehr weiter zu empfehlen. Ja, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt motiviert, in einen doch etwas anspruchsvolleren Film zu gehen, vor dem man wirklich keine Angst haben muss, denn er reißt mit, er ist spannend und überhaupt nicht langweilig. Ja, und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Augen auf. Ciao.